Herzlich willkommen, Tag 3 der Gulasch-Programmiernacht. Es ist mittlerweile auch schon wieder fast Nacht. Die zwei haben sich ja sehr einfach gemacht, nicht? Ich meine, Cat-Content funktioniert immer. Man sitzt, der Saal ist fast komplett voll. Alle warten gespannt, was passieren wird. Dann halte ich auch nicht länger auf und sage viel Spaß mit Die Katze ist der Chef und der Nerds muss ausbaden mit Habrock und Tanja. Hallo, also wir müssten zuallererst mal die Überschrift korrigieren. Wir haben nämlich mehr als eine Katze, wir haben 6. Und dann denke ich, sollten wir uns erstmal vorstellen. Das Wichtigste ist die Katze, die Chefin im Haus. NASA ist 3 Jahre alt, klein, nur 3,5 Kilo, aber hat es faustdick hinter den Ohren. Wir nennen sie auch ihre Hoheit Zickenkatze. Werde gleich erfahren, warum wir unsere Katzen Terrorzwerge nennen, denn sie ist die Namensgeberin. Ihr Lieblingsplatz ist das Bett und unsere Grünfläche an der Wohnung. Ja, und dann kommen wir mal zum Personal. Also Teil 1 des Helikopterpersonals, Tanja. Für NASA ist sie Personal, Inventar und Seelenmensch. Für die anderen Katzen First und manchmal auch Second Level Support. Mich macht sie üblicherweise wahnsinnig, unter anderem dadurch, dass sie nicht schlafen kann, wenn es zu hell im Schlafzimmer ist. Also aus meiner Sicht muss das sein, wenn irgendwo noch ein Photon vorbeikommt. Für mich ist es absolut stockdunkel in jeder Richtung, aber irgendwo soll noch Licht herkommen. Oder kann auch nicht schlafen, wenn irgendwas anderes außer der Bettdecke auf ihr liegt. Wird später noch wichtig. Außerdem, sie hat ein gewisses Eichhörnchenproblem, sprich ADHS, also zu viele Zwischenfragen könnten problematisch sein. Lara hat schon gesagt, wir haben nur eine Stunde Zeit. Ja. Unser zweiter Terrorzwerg ist Finn, 1,5 Jahre alt, eine norwegische Waldkatze, ein absoluter Nerf-Junkie. Ich denke, ihr wisst alle, was ein Nerf ist. Das sind die Spielzeugblaster. Er ist ein totaler Schisskater, Finn hat Angst vor allem. Ihr habt einen neuen Tunnel, da gehe ich aber nicht durch. Ihr habt den Schrank nochmal gekauft, den ich seit Monaten kenne, aber davor habe ich jetzt Angst. So, und er ist ein fieser Raufbold, wenn ihm was nicht passt, dann geht er mal auf die NASA los. Unser dritter Terrorzwerg ist Batman, ich denke, der Name ist selbsterklärend, wenn ihr ihn euch anguckt. Er ist 1 Jahr alt, auch ein Norweger. Wir nennen ihn egozentrischer Klassenclown, weil er immer im Mittelpunkt stehen muss und auf die dämlichsten Ideen kommt. Und er schaut sich leider bei NASA den Terror ab. Der Geek, der es ausbaden muss, ist Habrock. Für die Katzen der Second Level Support, für NASA gerade mal so ein notdürftiger Ersatz für mich, vor allem weil er größer ist und sie an höhere Stellen heben kann. Für mich ist er IT und Handwerker im Haus. Er nennt sich selbst Geek mit autistischen Zügen und hat euch auf dem Easter Egg die Terrassensicherung und die Katzenklappe schon mal vorgestellt. Ah ja, und auf Veranstaltung noch bekannt als der mit dem Matehalter am Gürtel. Jetzt wollen wir euch ein Video zeigen, warum die Katze unser Urterrorzwerg ist. Sie hat irgendeinen Grund zum Schimpfen. Und das kann stundenlang so gehen. Huch, wo habe ich die Kissen hin? Es kann auch passieren, dass sie dann schimpft, weil diese doofen Kissen darunter gefallen sind. Ich würde sagen, das ist so Stufe 2. Sie kann bis 10. Aber sie wollte nicht mitmachen. Jetzt mal, wenn ich die Kamera angemacht habe, na, alles gut. So, jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit das Gleiche wie wir. Warum? Warum macht NASA das? Wir dachten uns, findet es einfach selbst heraus. Wir machen ein kleines Spiel mit euch. Was ist hier falsch? Achtung, es gibt auch was zu gewinnen. Was ist hier falsch? TV wird automatisch ausgeschaltet.
Okay, also Tipp, hier ist das Gleiche falsch. Hat jemand eine Idee? Einfach reinrufen. Einfach reinrufen. Das Bändchen von was anderem belegt. Genau, super, du hast einen Preis gewonnen. Kommst du ihn dir abholen? Und könnte bitte mal jemand von der Technik kommen? Na, verschimpft, denn niemand hat das Recht, ihren Lieblingsplatz zu besetzen. Du gewinnst übrigens das Lieblingsessen von Finn und Batman, Mäuse. Vielen Dank. Ihre Hoheit Zickenkatze macht natürlich auch Ausnahmen. Also das Inventar darf liegen auf dem Bett. Jetzt ist der Beamer auf. Also Inventar sind Kuscheltiere, Fernbedienung, Kissen, Decken und ich, Habrock, darf manchmal ins Bett. Meistens wird dann geschimpft. Es gibt auch Audienzen für Batman, wenn er spielen möchte, für Finn, wenn er liegen möchte. Aber sie müssen dann schon mit Ärger rechnen. Ja, was ist denn hier falsch? Also, die Katze ist da oben. Irgendjemand eine Idee? Ach, das Zeug auf dem Sideboard. Nein. Nein. Traut sich nicht runter, weil da die Kuscheltiere... Super! Darf ich dir gerade zuwerfen? Genau. Der Landeplatz auf dem Bett muss jederzeit freigehalten werden. Die Katze weckt einem auch morgens, wenn Herr Pop noch im Bett liegt. Der hat nicht im Bett zu liegen, wenn sie da runter möchte. Sie könnte daneben springen, macht sie aber nicht. Jetzt kam ich während dem Schreiben des Talks auf die Idee, vielleicht könnte man da was verändern. Lass uns ihr mal ein paar Stufen hinbauen. Und zwar seht ihr links so ein rundes Bett und rechts so eine Brücke. Es sah erst gut aus, sie lag da drin, Finn lag daneben. Jetzt haben wir anderthalb Wochen später. Finn und Batman lieben den neuen Spielplatz, also Batman rennt auch über Finn drüber. NASA schläft seit einer Woche neben meinem Bett und ich habe dieses Problem. Es wird morgens geschimpft, also naja, hat nicht viel geändert. Was ist hier falsch? Bitte? Ja, ich würde sagen, das gilt. Diese Schildkröte. Gardine auf der Schildkröte, naja, kann man gelten lassen. Eigentlich ist es, die Schildkröte war nicht komplett verhängt. Es muss so aussehen. Jeden Abend muss es so aussehen. Es kann dann sein, dass sie ein Bein durchstreckt, aber das ist egal. Es muss richtig verhängt werden. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie dann woanders schläft. Aber erst, wenn die es richtig verhängt haben. Ansonsten wird es eben wieder laut. Und es kann auch stundenlang so gehen. Ja, was ist hier falsch? Fenster ist nicht offen. Nein, das würde nichts ändern. Also Hinweis, auf dem einen Bild regnet es draußen. Nein. Keine Sonne, nein. Ich glaube, das ist zu schwer. Ich glaube, wir lösen es einfach auf. Nur NASA, Finn und Batman dürfen auf die Grünfläche. Niemand von uns beiden alleine und er schon gar nicht mit unseren anderen Katzen. Und auch kein Regen. Jetzt haben wir noch ein ähnliches. Was ist hier falsch? Ihr müsst schauen, wo ich habe das Foto gemacht, stehe. Also, nein, das hat da nichts mit der Grünfläche zu tun. Ihr seid draußen. Ihr seid draußen, so ähnlich. Ich würde sagen, das gilt schon. Ich habe mich stets da zu befinden, wo sich die Katze aufhalten will. Wahrscheinlich wird es nachher so richtig ekelhaft, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich jetzt ein paar Stunden hier auf der GPN war. Also, ich darf nicht mal aufs Klo, ohne dass sie meckert, genau. Und ich darf mich nicht bewegen.
ich liege immer so, das sind meine Beine. Sie, ihr Kopf liegt auf meinen Beinen. Ich darf nicht husten, ich darf nicht niesen, ich darf nicht mal was trinken. Möbelstücke bewegen sich nicht. Genau. Wollt ihr noch ein paar mehr Gründe für Terror von NASA wissen? Eine ihrer 4 Wasserschüsseln ist leer. Die Höhle an ihrem zweitliebsten Platz ist eingestürzt. Ein lautes Geräusch, zum Beispiel im Fernsehen, hat sie erschreckt. Also meistens darf ich auch kein Fernsehen gucken, wenn sie da liegt. Das doofe Insekt ist weg, weil sie es gefressen hat. Keiner spielt mit ihr, also nicht mit ihrem Lieblingsspielzeug. Wir müssen rausfinden, was es in diesem Moment gerade ist. Die Katzenklappe, kennen ja einige von euch schon, hat Finn ausgesperrt. Kann auch sein, dass Batman ein Problem hat. Und es gibt immer wieder neue Gründe. Aktuell war es so, dass ich diesen blöden Talk erstellt habe, statt mit ihr im Bett zu liegen. Das führte zu Eskalationen, die wir bisher nicht kannten. Moment, aber nicht alles ist meckern. Also, sie hat auch eine Art Rückfahrwarnung, wie ich es bezeichne. Also wenn sie irgendwo rumläuft oder man selber in der Nähe rumläuft, quietscht sie immer mal wieder kurz auf. Einfach, dass man fest registriert, sie ist da auch unterwegs. Ja. Ignorieren ist eine schlechte Idee. NASA hat nämlich Eskalationsstufen. Die erste Stufe ist ihr stiller Protest. Sie weiß genau, dass ich nicht schlafen kann, wenn was auf mir liegt. Sie liegt da aber, weil sie Hunger hat. Das Fressen vom Tag war nämlich nicht in Ordnung. Sie geht da auch nicht runter. Ich darf sie auch nicht streicheln. Nein, sie möchte was anderes zu fressen. Ansonsten werde ich gebissen, zum Beispiel. Dann habe ich ja gerade gesagt, während ich diesen Talk gestellt habe, ist es in nie geahnte Stufen eskaliert. Wir haben festgestellt, dass NASA simulieren kann. Jetzt ist es so, die Katze hat eine Augenerkrankung, muss öfter mal behandelt werden. Ihr seht, sie kneift da das Auge. Die hatte nichts. Sie wollte nur, dass ich nach ihr gucke. Wir sind uns sicher, dass es so war, weil sie letztes Jahr von einer Hummel gestochen wurde. Die ist 3 Tage gehumpelt. Sie hatte nichts. Also wenn er sie gesehen hat, hat sie nicht gehumpelt. Nur wenn ich sie gesehen habe. In der Überwachungskamera auch nicht. Sie hat dann auch mal das Bein verwechselt. Jetzt bleiben eigentlich bei den meisten Leuten nur noch 2 Fragen. Warum? Warum haben wir diese Katze überhaupt genommen? Ja, also in der Beschreibung von der Tierschutzorganisation stand, NASA ist eine absolute Traumkatze, die sehr lieb und zutraulich ist und auch für Katzenanfänger geeignet ist. Mit anderen Katzen ist die Samtpfote sehr sozial und verträglich. Also ich würde nicht sagen, dass die Katze für Katzenanfänger geeignet wäre. Ihr sozusagen Pflegepersonal bestätigt das auch gerne. Er hat nicht so viel Erfahrung mit Katzen und sie macht ihn jedes Mal wahnsinnig. Ja, und irgendwie auch andere Katzenbesitzer meinten schon, sowas haben sie noch nie erlebt. Genau, und warum gebt ihr sie nicht ab? Nun, für uns beide ist es so, meine Psychologin sagt immer, NASA ist für mich so eine richtige Beschäftigungstherapie. Früher hätte ich nicht einfach eine halbe Stunde auf dem Bett liegen können, ohne irgendwas zu machen, nur auf der Katze zu gucken. Mittlerweile kann ich das, weil ich habe ja auch keine andere Wahl. Und ich muss mich halt den ganzen Tag um sie kümmern. Genau, dann finden wir, dass es Saint-Exupéry ganz gut trifft mit seinem Zitat, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Also sie lässt sich auch von jemand anderem versorgen. Und für Habuck und mich sind Katzen Familie. Ich behandle die Katzen nicht anders, als ich ihn behandle. Und ich würde mich ja auch nicht von ihm trennen, nur weil er mir manchmal auf die Nerven geht. Und andersrum ja genauso. Genau. Übrigens hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, die Katze loszuwerden. Denn sie kam, ohne dass es in der Beschreibung gestanden wäre, mit einer starken Bindehautentzündung an und hat das eine Auge im Grunde nicht aufbekommen. Ja, und es lag irgendeine Beschreibung von einem spanischen Tierarzt auf Spanisch dabei, irgendein Ergebnis. Ja, und auch laut unserer Tierärztin war die Augenentzündung so schwer, dass sie offensichtlich schon recht lange bestand. Auf Anraten der Tierärztin haben wir dann auch eine Augenärztin für Tiere aufgesucht. Es gibt Augenärzte für Katzen. Nein, wir wussten das vorher auch nicht.
Genau, und ich habe dann bei der Organisation nachgefragt, könnt ihr uns bitte mal die Unterlagen auf Deutsch geben? Die Konsequenz nach Monaten war dann, dass ich im Mai 2017 auf Herausgabe der Katze verklagt wurde, denn erst mir gegenüber hieß es, wir hätten sie falsch behandelt, wir hätten einfach irgendeine Salbe ins Auge schmieren sollen. Und dann hieß es, wir hätten die Katze gar nicht zum Tierarzt gebracht. Ich wurde auf Herausgabe verklagt und NASA und ich haben dazu eigentlich nur noch eines zu sagen, nachdem die Verhandlung war. Genau. Außerdem geben wir sie nicht ab, weil sie das süßeste Schnurren der Welt hat. Da haben wir auch wieder ein kleines Video. Freunde nennen NASA auch Gurkenkatze. Ihr werdet gleich hören, warum. Bisschen leise, ich hoffe, ihr hört das. Es klingt, wie wenn man so eine Gurke mit dem Sparschäler bearbeitet. Das kann auch, ja. So, jetzt habt ihr unsere NASA ganz gut kennengelernt. Ihr wisst, wie sie reagiert, wenn ihr was nicht passt. Dann kommen wir mal zu unserer Eskalationsgeschichte, denn viele haben Habrock nach dem Easter Hack gefragt, warum hast du eigentlich diese Katzenklappe automatisiert? Das werdet ihr in diesem Teil erfahren. Ja, also NASA ist dann eingezogen. Vom ersten Tag an hat sie wirklich sehr stark protestiert. Es wurde schon besser. Also sie hat auch irgendwo hingepinkelt, wenn ihr was nicht gepasst hat. Und wir dachten erstmal, sehr sozial mit Katzen, mit unseren versteht sie sich nicht so. Vielleicht geben wir ihr einfach mal Katzen dazu, mit denen sie sich versteht. So zog dann unser Finn ein. Die haben sich auch super verstanden. Die haben zusammen drauf gespielt. Wir haben nur vergessen, dass so ein Norweger halt schon deutlich größer und schwerer wird als NASA. Also Finn hat jetzt schon mit 1,5 Jahren 7 Kilo und der wächst noch 1,5 Jahre. Ja, vielleicht sollte man beim Kauf eines Kittens dran denken, wie so ein Kitten wächst. Er ist jetzt doppelt so groß und doppelt so schwer, genau. Unsere Lösung war dann Hallo Fledermaus, also Hallo Batman. Im August 2017 zog Batman ein. Unsere Terrorzwerge waren komplett. Das Problem hat es sich aber deutlich verschlechtert. Ja, das war erst der Anfang. Ja, du, Techniker, NASA hasst es, nur am Fenster zu sitzen. Sie will raus, aber ich kann nicht den ganzen Tag mit ihr auf die Grünfläche. Kannst du ihr nicht eine Terrassensicherung bauen? Ja, Techniker ist informiert, denkt, denkt und denkt. Hallo, die können nicht von jedem Fenster dieser Wohnung die frische Luft sehen. Sie können von jedem Fenster dieser Wohnung die frische Luft sehen. Es wird nicht besser, tu was. Ja. Grill. War nicht begeistert. Denn er hatte mir schon über Jahre erklärt, dass es nicht funktioniert, weil... Einmal der Untergrund der Terrasse, das sind Waschbetonplatten, so also im Rollsplittbett, also nicht wirklich ein vernünftiges Fundament, um was draufzustellen. Dann die Wand auf der einen Seite der Terrasse ist mit Styropor isoliert, also da möchte ich nichts andübeln müssen, weil hält im Zweifelsfall die Katze sowieso nicht. Ja, und wenn ich die Terrasse mit dem Netz verhänge, ist der Zugang zur Grünfläche nicht mehr wirklich gegeben. Hat er gesagt. Aber NASA akzeptiert kein Nein und ich akzeptiere kein, das geht nicht. Ihr wisst es jetzt schon, die Terrassensicherung wurde gebaut und sie ist toll. Ja, also als Knochensteine, als Fundamente für die Balkenkonstruktion. Oben mit verstellbaren Regalfüßen verspannt, sodass ich dann auch seitlich nicht in die Wand bohren musste. Zwei Schiebetüren, dass man auch noch durchkommt. Er weiß selber nicht mehr, warum zwei. Und ja, jede doppelt gesichert, weil im Zweifelsfall hätte es uns irgendeine Katze rausgekriegt, wie man die Schiebetüren bewegt. Sie klettern ja auch da dran, also von daher... Im April 2017 war unsere Terrassensicherung fertig. Ja, sie mögen sie auch wirklich sehr gerne. Und schon mal ein Ausblick auf unser letzten Teil. Finns Züchterin war entsetzt, dass die Katzen auch nachts raus dürfen. Und wir haben gelernt, man kann super mit Katzen trollen. Happy End.
Glaubt ihr nicht, oder? Ja, dein Teil. Ich hatte Angst, weil wir hatten so einen Fliegenvorhang, der ließ Spinnen, Insekten und alles Mögliche durch. Ich habe Angst vor Spinnen und Insekten. Er sollte es also gefälligst anders machen. Es war natürlich auch so ein Vorhang, der von Magneten zusammengehalten wird, den die Katzen im Zweifelsfall selber nicht aufgekriegt haben. Also musste er mal ein Stückchen offen stehen. Unser Schisskater sowieso nicht. Ja, Techniker war dann auch informiert. Ja, die Lösung war dann so eine Fliegengittertür mit einem Alurahmen, die ich mit einer Kunststoffplatte versehen habe, dass ich da dann auch so eine Art Katzenvorhang ausschneiden kann, dass sie durchkommen. Aber das war nicht die Lösung, das war nur ein Teil des Problems. Du, wir haben jetzt gleichzeitig zwei neue Probleme. Erstens, es ist kalt, ich muss ja immer die Tür offen lassen. Zweitens, an dieser Stelle müssen wir noch eine Runde Was ist hier falsch spielen. Was ist hier falsch? Wir sind uns sicher, es kommt keiner drauf. Achtet vielleicht auf mich. Haarfarbe. Wie bitte? Haarfarbe? Nein. Nein. Falsches Oberteil. Nö. Oberteil ist egal. Aber die Richtung ist schon ganz gut. Nein, es ist ja Finn am Fenster. Es ist nicht NASA. Finn ist es egal. Wir verraten es euch einfach. Ich darf nur eine Hose anziehen, wenn ich mit den Katzen rausgehe. Also ehrlich, es wird sonst geschimpft und gemeckert. Terror von allen dreien übrigens. Ich bin aber selbst schuld, denn ich trage in der Wohnung normalerweise Kleider. Und echt nur Hosen, wenn ich mit den Katzen rausgehe. Sie sind wirklich auf Hosen konditioniert. Das war nicht so clever. Naja, das zweite Problem. NASA hasst geschlossene Türen. Sie kratzt dann da dran, so ähnlich wie am Fenster oder am Schrank. Oder kommt auf die seltsame Idee, man kann ja an so einer Fliegentür klettern. Die hält übrigens auch noch Finn und Batman. Naja, die erste Lösung war, eine Sichtschutzfolie ins Wohnzimmer zu machen. Ja. Sie kann wirklich nur noch reinsehen, wenn sie wirklich steht. Erdmännchenmäßig. Aber das war nicht alles so richtig die Lösung, weil Anne, erst noch ein kleines Problem zwischendurch. Es sollte Harprock ja nicht langweilig werden. Wird's auch so nicht, aber ist ja egal. Finn fiel nämlich ständig von der Fensterbank. Er war einfach zu groß für diese schmale Fensterbank beim Schlafen. Naja, also Techniker, Finn fällt ständig von der Fensterbank, tu was. Er fühlte sich so langsam ein bisschen verkackeiert, insbesondere wenn der Kater so guckt. Ja, die Lösung war dann... Du, ich habe eine neue Fensterbank bestellt. Bring die doch auf die alte Fensterbank an. Ja, also drauflegen, mit Silikon verkleben. Ja, funktioniert. Das geht doch. Finn sagt ja nicht wirklich Danke, aber so entspannt, wie er dann immer da liegt, extra schön breit. Ich glaube, sie sind wirklich sehr glücklich mit ihrer neuen Fensterbank. Ja, aber zurück zu NASA. Ihr habt Hass auf geschlossene Türen und vor allem den Temperaturen in Deutschland. Wie gesagt, die Fliegentür war nicht die Lösung. Die Terrassentür musste ja immer noch offen bleiben. Also, du Techniker, wir brauchen eine Katzenklappe. Hä? Ihr müsst dazu wissen, wir wohnen in einer Mietwohnung. Aber NASA war auch der Meinung, wir brauchen eine Katzenklappe. Nein, zu harmlos. Gegen mich? Nicht gegen Kater. Ich bin dann erstmal lesen gegangen. Ja, was Richtiges lesen. Mietrecht. Außerdem habe ich mit unserer Anwältin gesprochen. Wir haben euch ja gerade schon erzählt, warum wir eine hatten. Die war praktischerweise auch für Mietrecht zuständig. Und jetzt müssen wir mit euch einen kurzen Exkurs zum Thema Mietrecht machen. So. Wir haben das nicht studiert. Wir haben es nur aus dem BGB gelesen, beziehungsweise von unserer Anwältin erfahren. Also, ich denke, ihr könnt es selber lesen. Oder soll ich es vorlesen? Kann man selber lesen. Bedeutet also zum Beispiel, unsere Fensterbank war gar kein Problem, weil Silikon kannst du ja wieder lösen. Und
Und tatsächlich kann man auch eine Katzenklappe einbringen, wenn man einfach das Glas tauscht und das Glas irgendwo aufbewahrt. Genau. Jetzt gibt es aber noch einen Sonderfall. Mieter in Eigentumswohnungen. Ich denke, ihr kennt alle so Eigentumsblöcke. Da hat man ja einen Vermieter. So, und da ist es so, die Einheitlichkeit der Wohnanlage darf nicht beeinträchtigt oder werden oder es darf keine nachteiligen Folgewirkungen zum Beispiel für die Mitbewohner geben. Das wird in der Hausordnung geregelt. Naja, diese Hausordnung gilt aber nicht für Mieter, denn die Rechtsbeziehungen sehen so aus. Der Mieter und die Eigentümergemeinschaft haben keine. Der Mieter hat zum Vermieter eine und der Vermieter zur Eigentümergemeinschaft. Und zwischen Mieter und Vermieter gilt grundsätzlich erstmal das Mietrecht. Alles, was im Mietrecht steht. So, das heißt, Beschlüsse oder auch diese Hausordnung gelten eben nicht für Mieter. Gar nicht so unpraktisch eigentlich. Vor allem, wenn man noch was ganz Lustiges hat. Ja, also es gibt so Standard Mietverträge, bei denen die salvatorische Klausel fehlt. Ich denke, ihr wisst alle, was das ist. Ja, und im Mietrecht ändert sich so oft was, dass Mietverträge eigentlich immer irgendwo nicht komplett gültig sind. Also auf NASA, Katzenklappe. Naja, es war dann ein Problem für mich, weil so übliche Katzenklappe sind ein bisschen klein für Norweger. Batman war auf dem Bild 5 Monate alt. Also ging ich erstmal suchen, ob ich eine größere Katzenklappe finde. 29,5 mal 29,5 cm Durchmesser ist doch schon ein bisschen besser. Jetzt war es noch so, dass der Glaser meinte, bei eurer großen Katzenklappe muss ich aber doppelt so viel Geld verlangen. Da ich erstmal geschluckt, weil das war definitiv nicht in unserem Budget enthalten. Aber, ich habe ja schon gesagt, geht nicht, gibt's nicht und nein, sowieso nicht. Wenn NASA und ich was wollen, dann setzen wir das auch durch. Also, mit dem Glaser telefoniert, den runtergehandelt, insbesondere indem ich gesagt habe, ja klar, der Techniker hilft Ihnen, dann können Sie auf den zweiten Mann verzichten und Personalkosten sparen. Und Familie und Freunde haben uns freundlicherweise auch geholfen. Also im August 2017 kam unsere Katzenklappe. Wir dachten schon so, hey, cool, happy end. Aber die meisten wissen schon, war's nicht. Ihr seht da schon Finn hinter der Katzenklappe. Ja. Ja, denn Finn ist der Meinung, geschlossene Türen sind eine Sackgasse. Das Bild entstand übrigens, weil er auf die seltsame Idee kam, da irgendwie dahinter zu springen, als wir im Kino waren. Er muss so 10 Minuten dahinter gesessen sein. Ja, er kann da drüber springen, er macht's aber nicht. Batman übrigens auch nicht. Du, Techniker, Finn hat Angst vor der Katzenklappe. Wirklich Panik. Du, nee, lass mich erstmal selber gucken. Vielleicht komme ich ja eine Idee, wenn ich Google frage. Google, wie gewöhne ich meine Katzen an eine Katzenklappe? Google macht auch tolle Vorschläge. Draußen spielen mit seinem Lieblingsspielzeug, dass er angelockt wird. Man könnte nur noch draußen fressen geben, dass sie durch die Katzenklappe müssen. Die Katzenklappe ein Stück offen halten und sie anlocken. Finn, nur noch Grünfläche, wenn du durch die Katzenklappe gehst. Die Katzenklappe vielleicht ein Stückchen abkleben, dass sie nicht mehr eine Plexiglaswand ist. Wir haben sogar einen Vorhang reingeklebt. Und Finn hatte wirklich Panik vor dieser Katzenklappe. Es war einfach nur so, ich gehe, so Angst. Der ist jedes Mal ist er abgedreht. Wir hatten keine Chance. Es war also klar, es muss irgendwas passieren, dass dieser Kater durch diese Katzenklappe geht. Du Techniker, der Finn guckt schon so traurig. Kannst du nicht irgendwas bauen? Techniker ist informiert. Und ja, wir nehmen da mal was Größeres. Gleichzeitig. Du, das Fliegengitter im Fenster hält aber nun wirklich keine entschlossene Katze. Wir hatten da nur so ein normales Fliegengitter, wie ihr es vielleicht auch aus dem Baumarkt kennt. Techniker war informiert. Ja, die Lösung war dann eine Variante der Terrassensicherung fürs Fenster. Also ein relativ dünner Rahmen aus Holzleisten, der zwischen Fenster und Rollladen passt und auch wieder mit dem drahtverstärkten Katzenschutznetz bespannt ist und dann seitlich an den Rollladenschienen und so weiter etwas mit Stiften festgesetzt ist. Wurde auch gerade noch rechtzeitig fertig, denn Batman hat es geschafft, das Fliegengitter zu lösen. Zum Glück war da eben schon die Fenstersicherung dran.
Also halt Fliegengitter war die Variante mit diesem Art Noppenband zum Aufkleben, wo man das Fliegengitter dann gerade reindrückt. Ja, also ich bin halt immer der Meinung, es gibt harmlose kleine Probleme. Die kannst du doch schnell zwischendurch lösen. Ja. Er hat trotzdem überlegt, ob man eine Katzenklappe vielleicht ähnlich wie so eine Schiebetür automatisieren kann. NASA ist dabei genervt eingeschlafen. Es ging echt über Monate, bis irgendwas mal fertig war. Himmel nochmal, jetzt tu endlich was. Wir haben mittlerweile Oktober. Es ist kalt, ich darf keine Hose anziehen. Und Finn geht auf NASA los, wenn die Katzenklappe zu ist. Tu wat. Ja, Techniker ist informiert. Ich habe eine Sofortmaßnahme gefunden. Das ist immer mein Job. Also du, ich habe neue Türen bestellt. Ihr habt ja mittlerweile gelernt, an den unseren Türen vom Vermieter hätten wir nichts tun dürfen, aber wenn wir eigene kaufen. Ja, billige Türen, Durchgänge reingesägt, Vorhang davor gehängt, Ergebnis, Zugluft und auch Lichtschutz. Geht doch. Ja, und irgendwann dann die erste Version der automatisierten Katzenklappe. Ja, wie schon gesagt, habe ich in einem anderen Talk schon vorgestellt, gab auch gewisse Probleme bei der Konstruktion. Einmal, ja, Finn frisst Kabel bzw. dünne Schnüre, also deswegen an den Kabeln lieber so Kabelschutz angebracht. Dann, dass niemand, vor allem nicht Finn, festsitzt, falls da Strom weg sein sollte. Eine günstige Powerbank als sozusagen unterbrechungsfreie Stromversorgung drangehängt. Ja, und die Suche nach dem richtigen oder den richtigen Sensoren für die Katzenklappe war eine gewisse Odyssee. Und dann habe ich dabei herausgefunden, diese Ultraschallsensoren funktionieren nicht wirklich gut. Für die hat Katzenfell nämlich kein Echo. Also so Infrarotbewegungsmelder funktionieren aber ziemlich gut und sind jetzt montiert. Ja, wir haben jetzt Mai. Die Katzenklappe wird sehr geliebt. Und wir haben euch auch auf starken Wunsch mehrerer Personen haben wir auch Videos gedreht. So. Damit ihr das Ganze eben mal in Action seht. Da war die Katzenklappe noch geschlossen. Das gefällt natürlich nicht. Entschuldigung, ich habe beim Video machen etwas gewackelt. Also OSV einstecken, ganz wichtig. Auf den Sensor warten. Oder die Klappe einfach so aufbrechen. Ihr seht, die Katzenklappe ist wirklich groß, sie passt zu zweit durch. Genau. So. Zweite Video. Hapruck hat sie so programmiert, dass sie relativ lange offen steht, weil NASA auch gern mal rausguckt und sonst wird sie noch von der Katzenklappe eingeklemmt. Das kam schon mal vor. Es nervt sie mehr, als dass es weh tut. Das Ding ist ja nicht schwer, aber... Und das Wichtigste. Finn mag die Katzenklappe. Finn! Was ihr gerade hört, seht ihr nachher gleich nochmal. Yay! Finn geht durch die Katzenklappe. Und sie braucht dann auch relativ lange zum Zugehen. Man kann sich jetzt zwischendurch mal anders überlegen. Also ist das... Happy End, Finn geht durch die Katzenklappe. Allerdings nur vorläufiges Happy End. Er hat ein paar Ideen, für die ich wirklich nichts kann. Ja, also... Der Antrieb, das sind derzeit etwas stärkere Modellbauservos, die aber irgendwie nach 6 Wochen oder so den Geist aufgeben und ausgetauscht werden müssen. So ein Servo kostet ca. 10 Euro, es wird also relativ teuer auf Dauer. Und dann habe ich vor, einen stärkeren Antrieb mittels Gewindespindel einzubauen, um nicht ständig die Servos austauschen zu müssen. Dann die 4-Wege-Riegel an der Katzenklappe. Per Sensor abfragen, dass ich sie in der Software berücksichtigen kann und idealerweise dann auch
irgendwie mit Servos oder so noch umsetzen kann. Das würde dann auch ermöglichen, dass man die erlaubten Richtungen zum Beispiel per WLAN umschalten kann, was ich dann auch noch vorhabe. So. Auf besonderen Wunsch einer einzelnen Person da hinten erklären wir nun noch, wie Vierwege-Katzenklappen funktionieren. Gell, lieber Herold? So, also Vierwege-Katzenklappen haben wir grundsätzlich dieses offen, also in alle, die Katzen können in alle Richtungen rein und raus gehen. Bei uns ist das der Regelzustand. Dann gibt es nur rein, das nutzen wir vor allem, um unsere Terrorzwerge von der Grünfläche zu holen, weil sie das nicht so unbedingt mögen, dann auch mal mit Waffengewalt, das sind Wasserpistolen. Es gibt auch nur raus, das nutzen wir eigentlich nie. Kann man zum Beispiel machen, wenn man ein Haus hat mit Haustür und Terrasse und die Katzen zu viele Beutetiere einschleppen, dass man kontrolliert, wann sie wieder reinkommen. Und vor allem mit was? Ja, genau, mit was. Es gibt auch nur zu, also gar nichts mehr offen. Funktioniert bei vielen Katzen nicht, weil sie das knacken können. Deshalb gibt es da noch die Option, einfach Bolzen einzusetzen. Also ja, unsere Katzenklappe hat drei Metallstifte, die man dann noch zusätzlich einsetzen kann. So, jetzt habt ihr schon einiges über unsere Terrorzwerge erfahren. Denkt ihr, denen reichen vier Wege? Nee. Wir haben ein paar mehr. Wir haben zusätzlich... Ganz offen, also sodass sie komplett offen stehen bleibt. Auch für Insekten, nicht so gut. Rein und raus, auch für Finn, das ist ja wichtig. So, sprich, Antrieb eingeschaltet. Bild, wie auf dem Bild, was leider schon wieder weg ist. wir haben einen Sichtschutz eingebaut, wenn eben die anderen mal auf der Terrasse sind. Aber das gefällt ihnen nicht. Und wir haben noch einen Rollladen, dann sind sie nämlich wirklich friedlich. Also wenn es nachts nicht mehr rausgeht. Ja. Jetzt könnte man ja denken, dass unser lieber Geek hier das Opfer von Katzen und vor allem von mir ist. Aber ganz ehrlich, von den Katzen ja. Aber ich habe doch auch so einiges zu tun. Ich muss die Beschwerden von den Katzen aufnehmen. Ihr habt es mitbekommen, sie sind zum Teil sehr vehement. Ich muss sie an den Techniker weitergeben. Er erwartet auch bereits ausformulierte Lösungsvorschläge, so ausformuliert, dass er sie versteht. Ich muss das benötigte Material recherchieren, am besten auch gleich organisieren. Dabei sehr oft mit Lieferanten und Transportdienstleistern rumschlagen, weil irgendwo wird das Paket hingeschmissen, wo ich nicht weiß, wo es ist. Die Umsetzung der Lösung durch die Katzen beobachten und zurück an unseren Techniker melden. Wenn der Techniker zwischendurch schlechte Laune hat, ist es mein Job, ihn zu beruhigen, zu sagen, nicht sauer sein auf die Katzen, nicht sauer sein auf mich, es bringt nichts. Ja, ja. Und natürlich die Akzeptanz der Lösung analysieren und auf weitere Ideen kommen. Also einigen wir uns vielleicht einfach, wir haben hier zwei Opfer. Ich und vor allem meine Beine, aber auch Habrock. Ja, dann die Frage. Findet ihr nicht, dass ihr die Katzen zu sehr verwöhnt? Die wird uns wirklich sehr häufig gestellt. Aber ehrlich, ich sag auch mal nein. Also ich bin heute da. Wir gehen nicht immer mit ihnen auf die Grünfläche. Sie dürfen nicht immer auf die Terrasse. Ich spiele nicht immer und schon gar nicht mit dem Spielzeug, was sie gerade wollen. Und fressen gibt es tatsächlich dann, wenn überhaupt, dann abends, damit ich schlafen kann. Wir versuchen es aber irgendwie auch anders zu lösen. Nun, außerdem sind wir sehr schreckliches Personal. Also sehr viele Leute sind der Meinung, dass wir wirklich furchtbares Personal für unsere Katzen sind. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum. Also kommen wir zum Teil Trollkatzen oder Trollen mit Katzen. So, erstmal warum Trollkatzen? Norwegische Waldkatzen nennt man auch Trollkatzen, vermutlich von norwegisch Trolldom für Zauber. Die Beschreibung aus alten norwegischen Märchen deckt sich noch heute mit den Merkmalen, die Norweger aufweisen müssen. Das ist jetzt mal ganz grob. Sie haben einen langen, buschigen Schwanz. Seht ihr den Schwanz von Batman am Birkenstamm runter? NASA kann auf diesem Bett unten drunter aufrecht sitzen. Mal so zur Vorstellung. Und jetzt noch im Vergleich mit einer normalen Hauskatze. Dann haben sie eine markante Kopfform. Ihr seht vielleicht bei Finn das Dreieckige. Sehr spitz, dreieckig. Wird vor allem deutlich, denke ich, im Vergleich mit einer Hauskatze, die ihr aber auch eigentlich kennt. Sie haben ein paar Pinseln in und an den Ohren. Sie sehen wirklich so ein bisschen luchsartig aus. Im Vergleich mit unserem Frederik. Der hat es eben nicht.
und sie haben halblanges, wasser- und auch schneeabweisendes Fell. Wasser ließ sich nicht so gut fotografieren, deswegen müsst ihr jetzt halt mit festem Wasser leben. Ja. Hauskatzen haben deutlich kürzeres Fell. Aber habe ich gesagt, wasserabweisend, vor allem blätteranziehend. Also sie haben auch teilweise auch ganze Äste im Fell. Sie hassen es, gekämmt zu werden. Du musst sie wirklich zu zweit festhalten und irgendwie da durchkämmen. Diese Pommesschale haben wir nach einmal kämmen gefüllt. Einmal kämmen, nur Finn. Und sie haben im Winter einen sehr ausgeprägten Kragen. Ihr seht es im Vergleich, das ist unsere Nia, man sagt, es ist eine Hauskatze, aber wir denken, es ist irgendwas auch von Waldkatze mit drin. So, ich habe mir erlaubt, den GPN-Troll zu kopieren für die Frage, wie trollt man eigentlich jetzt so in Internetforen und Facebook-Gruppen mit Katzen? Ja, in Katzenforen und Gruppen kann man super mit diesen Themen trollen. Oder in Kurzform. Du hast als Katzenhalter keine Chance. Du gehst immer irgendwem auf den Zeiger. Du machst immer irgendwas falsch. Habt ihr es gelesen? Ja. Ganz schlimm ist es, wenn man mit Fakten und gesundem Menschenverstand seine Katzen hält. Also wirklich gesunden Menschenverstand, den man nicht falsch versteht. Unsere Top 5 des Trollens mit Katzen, die ich zum Großteil aus Versehen entdeckt habe. Ich kenne tatsächlich nur eine Facebook-Gruppe, wo die Leute nicht so reagieren. Ja. Finn spielt mit Nerf. Batman auch. Ja, das ist ganz schlimm, denn erstens, er hat gar keine Lohnung beim Spiel. Zweitens, er könnte einen Dart abbekommen. Drittens, wenn er einen Dart frisst, dann kann er sich schwer verletzen, bis hin zum Darmverschluss, der tödlich sein kann. Der Darmverschluss ist wirklich nicht lustig, aber dass man sich gleich Angst macht, nur weil man schießt. Würdest du bitte die Videos abspielen? Okay, Finn kaputt. Nein. Zwei Videos. Ja, Moment. Wir haben es geprobt. Nerv mich nicht. Mehr locken? Mehr locken klappt es halt. Okay. Und jetzt. Ready? Mhm. Kann sie noch mal zur Terrasse rennen? Er möchte uns mitteilen, wo wir hinschießen sollen. Er rennt den Pfeil nicht immer hinterher, aber schimpfen kann er immer. Der Monitor ist ausgegangen. Unten. Finn ist aber nicht kaputt, denn er hat offensichtlich Spaß. Er fordert uns ja sogar zum Schießen auf. Ihr habt das Schimpfen gehört. Er hat uns früher auch Darts gebracht. Wenn er Darts abbekommt, ich schieße nicht auf ihn, aber sie prallen manchmal ab. Er findet das irgendwie lustig oder er spürt sie auf jeden Fall kaum. Außerdem, ich kann zielen. Ich schieße nicht absichtlich auf die Katzen. Außerdem frisst er lieber 25 cm lange Lederschnüre oder unseren Vorhang. Ich muss nämlich immer hinter den Vorhang schießen. Video? Ja. Also, ja, er fängt da. Da ist ein Dart im Vorhang. Gartenvorhang? Ja. Jetzt fallen wir aus Versehen jetzt von der großen Fensterbank. Kann ich ausmachen? Ja, ich glaube, es wurde gerade gesagt, dass wir noch eine Viertelstunde haben. Dann, furchtbar schlimm, unsere Katzen spielen mit Schokolade. Die Bilder sind gestellt. Es entstand, dass ich dermaßen angemeckert wurde, weil ich ein Bild gepostet habe, als Finn auf mir lag und NASA hat neben mir mit einem Duplo-Papier gespielt. Mit einem Duplo-Papier. Naja, Schokolade ist ja furchtbar tödlich für Katzen. Also, NASA tot. Nee.
Schokolade selbst ist überhaupt nicht mal giftig für Katzen. Schon gar nicht die weiße Schokolade und gar nicht, wenn sie nur dran schnuppert. Und tödlich ist das Theobromin. Das erklärt euch jetzt mal der Habrock ganz schnell. Ja, Exkurs Theobromin. Theobromin ist ein psychotropes Stimulanz, strukturverwandt mit Koffein, werden hier ein paar kennen. Und das Theobromin selbst ist tödlich. Also gehen wir mal an den Praxisbeispiel. Aber in welcher Dosis eigentlich? Ja. Ihr wisst jetzt, NASA ist 3,5 Kilo schwer, ihre Verdauung ist okay. So, die letale orale Dosis Theobromin für eine Katze sind 200 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Könnt ihr jetzt selbst ausrechnen, steht aber auch schon da, 700 Milligramm Theobromin. Schätzt mal, wie viel Schokolade die Katze dafür fressen müsste. Auf einmal. Also, in unserem Fall Milchschokolade. Ein bisschen weniger ist es schon. Also, 8 Kilo, 6 Kilo, nee. Nee, also ist weniger. Es sind nur 350 Gramm. Aber so eine Katze, NASA frisst 200 Gramm am Tag, maximal, wenn sie wirklich viel Hunger hat. Also sie würde gerade 350 Gramm fressen. Ehe ihr es jetzt fragt, Finn und Batman fressen am Tag 350 Gramm maximal, könnten aber 700 Gramm Milchschokolade fressen. Ja, wichtiger Hinweis, Koffein ist giftiger als Theobromin. Es kann schon bei 100 Milligramm pro Kilo Körpergewicht tödlich sein. Also lasst bitte eure Mate bei euch. Also lieber selber trinken, als der Katze geben, ja. Wir kürzen das ein bisschen ab, weil wir haben keine Zeit mehr. So, dann ganz schlimmer Vorwurf, wir haben Rassekatzen. Das hörst du echt ständig. Wenn du Rassekatzen hast, vernachlässigst du die anderen Katzen, vor allem die Katzen im Tierheim, die dringend ein Zuhause brauchen, die Katze im Tierheim. Du behandelst die Rassekatzen zu Hause garantiert besser als deine eigenen Katzen, als deine Hauskatzen. Es heißt also, dass NASA vernachlässigt ist. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt diesen Eindruck gewonnen habt. aber der Vorteil bei Rassekatzen ist, du kannst sie schon als Baby erleben. So süße Bilder von Katzen kriegst du im Tierheim wirklich nicht. Ja. Das Allerschlimmste ist unsere unsichere Grünfläche. Wie können wir diese Katzen auf diese unsichere Grünfläche lassen? Denn die Katzen könnten da ja über Büsche klettern. Sie könnten durch die Entwässerung tunneln, über den Maschendrahtzaun springen. Ach, alle Katzen weg, kein Terror mehr, ich kann die Arbeit entstehen. Diese Ruhe. Vergiss es. Die Grünfläche wird von unseren Freunden Alcatraz für Katzen genannt. Warum? Also, es gibt eine mehrstufige Sicherung. Die erste ist die ständige Aufsicht. Ihr erinnert euch an unsere Waffengewalt. Ich habe die Katzen wirklich gut im Auge. Dann, das ist NASAs Gebüsch. Wir nennen es NASAs Gebüsch, weil sie da eigentlich immer drin hockt. Du siehst sie nicht, aber sie geht auch nicht. Also, wo soll sie hin? Machen wir das nächste Bild. Sie müsste da noch wieder über diesen Maschendrahtzaun. Macht sie nicht. Der Maschendrahtzaun. Batman selbst klettert da hoch, guckt wieder runter. Kann ich da jetzt irgendwie mich fallen lassen? Er ist noch nie auf die Idee gekommen, da drüber zu gehen. Ich habe ihn schon mal gelockt mit Seifenblasen, mit seinem Lieblingsspielzeug. Er geht nicht drüber. Also auch nicht so dramatisch. Dann müssten sie auf Kies laufen. Das bremst sie doch, weil das kennen sie nicht. Und wir wohnen nicht im Erdgeschoss, wir wohnen im ersten Stock. Da rechts an der Wellblechmauer. Das heißt, sie müssten aus 3,60 Meter Höhe springen. Batman, unser verrücktester Kater, springt, wenn es unbedingt sein muss, aus 1,50 Meter. Ich würde mir also anfangen, Sorgen zu machen, wenn er jemals über 3,60 Meter, über 2 Meter springt. Naja, trotzdem muss ich sagen, ein echter Superheld findet immer einen Weg. Seit Batman hier wohnt, kommt er auf die Idee, klick nochmal, hat er die Folie kaputt gemacht? Dass er zwischen Schrank und dieser Kratzsäule runterlaufen kann. Er drückt sich wirklich mit dem Pfoten ab und dann läuft er da abwärts. Aber am anderen Ende der Grünfläche stehen ja keine Bäume, an denen er sich festhalten könnte. Genau. Ja, er könnte durch die Entwässerung flüchten. Ey, ganz ehrlich, wohin? Das sind 40 bis 50 Zentimeter tief. Unsere Kater sind 1,17 Meter lang mittlerweile. Die passen da nicht mal ganz rein. Also, sie finden es lustig, reinzuklettern und auch wieder raus. Aber nee, eine Schwachstelle gibt es, ehrlich gesagt. Auf dieser Grünfläche, an dieser Grünfläche grenzen noch andere Wohnungen an. Also es könnte ja mal ein Fenster oder eine Tür offen sein bei den Nachbarn.
Naja, die lieben unsere Terrorzwerge. Ich weiß nicht, ob sie sie wieder rausgeben würden. Unsere Anekdote erzählen wir euch nachher, dass wir noch zum Allerallerschlimmsten, was wir überhaupt hier für die Katzen haben, kommen. Wir haben nämlich einen Käfig. Wir haben einen Käfig für die Katzen. Furchtbar. Ja, die Geschichte von K1, K2 und den Terrorzwergen begann im Oktober 2017. Wer Hapok auf dem Easter Egg in Salzburg gesehen hat, weiß, dass ich Produkttesterin bei Amazon bin. Mir wurde dieser Katzenkäfig angeboten. Ich dachte mir so, was? Ein Käfig, in dem du Katzen halten sollst, schon wirklich für enge Wohnungen begrenzten Raum. Ich so, da muss ich eine Rezension drüber schreiben, dass das ja wohl keiner machen kann. Hab ihm gesagt, bau den bitte auf, dass ich eine Rezension schreiben kann, auch mal zeigen kann, da geht keine Katze rein. Er war ja entsetzt. Ich fand dieses Testprodukt völlig unnötig und so weiter. Naja. Eine Woche später waren wir beide fassungslos. Wie gesagt, das war im Oktober. Wir haben den Käfig immer noch. Sie lieben das Teil. Im Januar 2018 bekam er Verstärkung an der zweiten Stelle, zog K2 ein. Ich weiß nicht, warum Hartbruck immer alles abkürzt. Wir haben L1, wir haben L2, wir haben Schildkröten, sind S1 und S2. Ja, der zweite Käfig war ein bisschen aufwendiger. Ihr seht, dass die Saal, er musste die Saal anbringen, sonst wären die Kater da nicht hochgekommen. Aber sie lieben auch K2. Ja, und was ich persönlich besonders süß finde, NASA wartet jeden Abend in dieser Hängematte, bis ich sie, das ist direkt am Bad, mit ins Bett trage. Sie genießt es sogar, weil am Anfang ließ sie sich nicht wirklich anfassen, geschweige denn auf den Arm nehmen, da musste ich sie im Karton tragen. Also alle unsere Katzen müssen abends ins Schlafzimmer mit oder zumindest auf die Terrasse, also die drei. Hapok macht es bei Finn ein bisschen brutaler, der liegt nämlich immer in unerreichbaren Höhen. Hapok hat dann Nivea an den Händen und Finn weiß, jetzt gehe ich besser, sonst werde ich angelangt. Ja, und ich finde es total schön, weil ich sie mittlerweile ins Bett tragen darf. Diese paar Sekunden am Tag sind echt toll für uns beide. Aber echt, es ist die beste Möglichkeit zum Trollen mit Katzen. Denn wir sperren ja die Katzen unbedingt in diesen Käfig. Das hat zum Beispiel Finns Züchterin auch gesagt. Die hat am liebsten den Tierschutz und das Veterinäramt gerufen, dass wir diesen Kater einsperren. Entschuldigung. Als ob wer weiß, wie ich mit meinen Katzen umgehe, jemals auf die Idee kommen könnte, dass ich meine Katzen im Käfig halte. Vor allem sieht man ja auch, dass diese Türen mit Kabelbinder gesichert sind. Wenn man mal richtig hinguckt. Ja, und aber es ist trotzdem die beste Möglichkeit, mit Katzen zu trollen. Ja, und auf jedem Bild stehen die Türen offen. Ja, es gibt da nur ein Problem. Finn hat ein Käfigtrauma. Seht ihr, dass er zwischen den Büschen, also zwischen diesen Ästen von diesem Busch liegt? Ja, er hat sich freiwillig dahingelegt. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Wir verwöhnen unsere Katzen viel zu sehr. Gleichzeitig vernachlässigen wir sie, vor allem NASA. Wir lassen sie auf die unsichere Grünfläche, konstruieren aber eine Terrassensicherung für sie. Wir besorgen eine extra tiefe Fensterbank, damit sie zum Nerven besonders gute Ziele abgeben. Der Techniker automatisiert die Katzenklappe für sie, aber wir halten unsere Katzen im Käfig. Oder kurz gefasst, wir hoffen, ihr habt gelernt, wie man Katzen in Quantenzustände versetzt. Dankeschön. Danke. Du hast uns gehetzt. Ich habe euch überhaupt nicht gehetzt. Ich hätte noch 5 Minuten gehabt. Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich halte sie mehr mit Alf Dünsten, aber... habt ihr Fragen an den Techniker oder an die... ans Helikopterpersonal. Ans Helikopterpersonal, genau. Wenn ja, hebt doch mal kurz eure Hand. Ich habe einen Mikrofon-Troll, der kommt mit einem Mikro zu euch. Ihr könnt auch Fragen für Freunde stellen, die nicht da sind. Es war anscheinend ein... Wenn ihr wollt, können wir euch noch kurz die Anekdote mit der Grünfläche erzählen. Es war so, wenn unsere Katzen neu sind, müssen sie immer an die Leine, damit ich sie erstmal einschätzen kann. Und diese blöde Leine, das war so Paracord, hat sich aber ständig in diesen Büschen verheddert. Also Batman befreit, gleichzeitig ist Finn in absoluter Spiellaune einem Insekt hinterher in einer Wohnung von einer Nachbarin gelandet. Die gefährlichste Situation auf der Grünfläche war wegen dieser Leine. Die Nachbarin hat ihn wieder rausgegeben, das war vor einem Jahr, sie erzählt immer noch davon. Also sie fand das eher witzig. Ja, das war's. Ja. Zum Glück.
Gut, dann sage ich noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank, Habrock und Tanja. Der Habrock ist noch länger da, falls ihr noch Fragen an den Techniker habt. Du musst ja wieder zu den Katzen. Eine Stunde bist du noch da. Super. Also, nutzt es aus, wenn ihr Katzenfragen habt. Die zwei sind, glaube ich, die idealen Ansprechpartner. Vielen herzlichen Dank, Tanja und Habrock. Dankeschön. Danke.